Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit ins Bleasdale Farmhouse. Wir machen den Challenge Mode Schildkröte und Hase und wir sind der Hase. Wir sind was schneller, der Geist ist mega langsam. Und der Breaker ist im Dachboden. Na toll. Wir hatten jetzt vorhin den zweitschlimmsten Geist, den man hier haben kann. Einen Geisterraum oder den zweitschlimmsten Geisterraum im ersten Stock der Flur. Der schlimmste ist natürlich der Dachboden. Mal schauen, was wir jetzt kriegen. Also rein da. So, wir gehen einmal rein. Der Breaker ist leider auf dem Dachboden. Den weitesten Weg, den man haben kann. Und es schneit auch noch. Das heißt, das Thermo kann man vergessen. Das heißt, die Reise geht los. So, und jetzt passen sich erst die Temperaturen an. Und weil es draußen schneit, wird das eine Ewigkeit dauern. So, wir haben keinen Summoning Cycle. Doch, wir haben einen Summoning Cycle. Hier oben auf dem Dachboden ist ein Summoning Cycle. Davon kannst du ein Foto machen, aber nicht anzünden. Wie in Sunny Meadows letztens. Are you here? Give us a sign. Where are you? Are you here? Gucken. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Achso, Voodoo-Puppe. Wir haben ja einen Summoning Cycle, genau. Also es ist immer eine Random Cursed Possession. Okay, das hatte ich in meinen Solo-Durchläufen gar nicht gesehen. Oder ich habe nach der Monkey Paw an der falschen Stelle geguckt. Das kann natürlich auch sein. Komisch, jetzt benimmt sich OBS normal. Das ist echt merkwürdig manchmal. Wo war die Monkey Paw hier nochmal? Achso, ja, die war, glaube ich, hier drauf. Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war es ja die Monkey Paw letztens und ich habe sie einfach nicht gesehen. Oh Mist, mein Lieblingsversteck ist nicht da. Ich habe eine Geisterkiste gefunden. Hier gibt es schwebende Kisten. Oh no, I'm afraid, I'm afraid. Okay, der huntet noch nicht. Lustig. Ich habe einen Koffer jetzt unterm Bett. Ja, vielleicht hat der Geist schon heimlich die Köfferchen gepackt. Ja, ich packe Ah. den jetzt und gehe ab nach Hawaii. Ich habe den Basketball gefunden. Also der Basketball, der liegt hier wirklich in dem Flur ursprünglich. Das ist interessant. Gut zu wissen. Das heißt, wenn irgendwo plötzlich ein Basketball hingeportet wird, ist er wohl im Flur. Okay. Weil man muss immer wissen, wo der Gegenstand vorher war, wenn er bewegt wird. Okay. Warum ist hier kein Versteck? Ist das jetzt dein Ernst, Game? Ich glaube, ich habe hier unten was gehört. Richtung Der Küche. Spiegel, soll ich ein Foto von machen? Hier im Badezimmer. Ich weiß aber nicht, Nein, ob der nein, nein, Spiegel nein, da nein, kommt. bloß nicht. Okay. Ja, ich brauche ja nur. Der Knochen ist im Ich habe noch Esszimmer. bezahlt. Ich mache schon mal dieses Versteck immerhin fertig. Dip, dip, dip. So. Wenn wir noch nicht wissen, wo der Geist ist, können wir immerhin schon mal einen kleinen Ghost Highway bauen. Ich weiß zwar nicht, wo er herkommen wird. Knochen ist im Esszimmer, ne? Ja, um den kann ich mich jetzt kurz kümmern, aber ach, die Temperaturen, das wird eine Ewigkeit dauern. Ich habe hier unten auch irgendwo was gehört. Vorhin, das könnte hier hinten gewesen sein. Wir müssen hier ein Licht ausmachen. Ich will nicht, dass der Breaker rausfliegt. Ich habe keine Lust, wieder hochzulaufen. Hier, ja, hier, das ist sein Raum. Hier habe ich auch eben was gehört. Aber warte, warte. Ja, ich glaube nicht, dass das hier der Raum ist. Obwohl er war an diesen Schränken hier auch dran. Hier ist übrigens ein Versteck. Es ist nicht kalt genug hier. Er könnte in dem Bad sein oder in dem Flur hier. Ich glaube, der ist hier in dem Flur. Im Bad liegt Klopapier auf dem Boden. Der ist im Bad.
Teddy! Ah, die Tür kannst du fotografieren. Okay, ist jetzt leider ein weiter Weg, hier alles rüber zu bringen. Ich weiß nicht, diejenige, die er angefasst hat. Wenn du nicht sicher bist, lass es. Telefon ist in der Küche. Hier das Telefon. Hier am F5. An der Tür oder was? Nee, mitten im Raum. So, okay. Event, ich habe keine Kamera. Nimm eine Kamera schnell, ich versuche ihn mitzubringen. Hast du eine Kamera? Da kommt der, da kommt der. Na, weg, ist vorbei, ist vorbei. Hier waren gerade Dots. Warte mal, was? Der ist mir bis hierher nachgekommen. Live Dots, kein Gorio. Interessant, ist es vielleicht ein Wraith? Bist du ein Wraith? Könnte ein Wraith sein. Ein Wraith hätte Spirit Box. Nehmen wir mal direkt mit. Also Gorio ist zum Glück raus. Mein Hassgeist. Gorio ist echt der schlimmste Geist. Dup, dup. Ich sehe keinen Orbo. Ah, er ist gerade ins Salz getreten. Okay, ist kein Wave. Das heißt, ich krieg nichts auf der Box. Er hat gerade versucht zu handeln. Schnell raus, Sanity checken. Sind hier keine Kameras mehr? Schon noch eine Kamera. MF5. Breaker ist noch an. Vielleicht ist das ein Sanity-Fresser. Kann das noch ein Djinn sein? Nee, Djinn ist raus. Raiju, Early Hunter, möglich. Wraith ist übrigens raus. Naja, es ist ein Raiju. Ist einmal Sanity Pen, deine Sanity ist zu niedrig. Okay. Und guck mal auf deinen Sanity-Wert, bevor du die Pillen nimmst, und sag mir mal, wie viel die Pillen wiederherstellen. Ja. Guter alter Raichu, ha? Huh? Uh, 25 stellen sie wieder her. Okay, super. Die 10. Oh nein! Ach Mist. Ja, Leco mio. Dann eben nicht. Ich hasse diesen Glitch, ne? Wenn man Salzfuß auf den Teppich ran tut, dann zählen die nicht. Das ist so bescheuert. Okay, eigentlich haben wir ja dann alles, ne? Was hatte der Raichu? Der hatte, glaube ich, noch Orbis, ne? Das heißt, wir müssten hier Orbis haben. Sag mal, ist das hier irgendwie sein Raum oder sowas? Na, lassen wir es mal so. Okay, eigentlich haben wir ja dann schon alles. Ja, Perfect Game kann's vergessen wegen dem einen scheiß Foto. Na komm, gib mir noch kurz einen kleinen Footstep oder einen Whisper. Na komm. Der Versteck hinter der Ursa war nicht so sicher. Ja, es geht eigentlich. Er darf einen nur nicht reinlaufen sehen. Kann man auch so hinter den Kisten bleiben. Die Kisten zählen nicht, wenn die nicht bis oben hin sind. Die kann man nur als Notfall benutzen.
So, dann bleiben wir hier. Hier haben wir ein Versteck. Wir haben hier einen Sensor. Dann sehen wir es, wenn der rüberkommt. Na, danke, endlich. Hat ja gedauert. Haben wir noch eine Taschenlampe hier? Nehmen wir die mal. So. Ich meine, ein Raiju, der wird sowieso in der weiteren Range interferieren mit den Sachen. Dann nehmen wir den mal das Kurze hier weg. Das legen wir jetzt hier hin, damit der nicht von hier aus handeln kann. Aber ihr habt ja gesehen, der war... Ich habe den bis in die Küche gezogen. Die Dots lagen im Wohnzimmer. Die haben schon eine verdammt weite Range, die Dots. Interessant. EMF. Okay. Dann warten wir auf eine Hand. Bis gleich. Guck mal, wer uns hier besucht, Leute. Hallo, Geisti. Na, wie geht's so? Ich laufe mal in dich rein, damit meine Sanity droppt. Und ich bleibe auf dem Kruzi. Ich meine, ich sehe es am Sensor. Ja, jetzt ist er zurückgegangen. Das finde ich immer so schön an den Sensoren. Man sieht durch die Sensoren immer, wenn die Geister zurückgehen. Mit dem Parabol kann man so ein bisschen die Schritte auch gucken. Hand! 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 Hey, Geist! Okay, das ist ein Raiju. Der erhöhte Geschwindigkeit durch die Elektronik jetzt hat. Aber er ist trotzdem noch ziemlich langsam. Das ist lustig. Okay, Geist ist abgewehrt. Wir können. Ja, dann hatten wir einen Raiju. Der war aber trotzdem ziemlich langsam, obwohl da die ganzen elektronischen Sachen waren. Das kann ja nichts anderes mehr sein. Bei ungefähr 60% kann nur ein Raiju handeln mit den Beweisen, die wir haben. Und da ist das EMF-5. Ja. Raiju. Er müsste noch einen Orb haben. Mal gucken, ob man da irgendwo einen Orb sieht. Ich sehe jetzt da keinen, aber wer weiß, wo der jetzt gerade rumfliegt. Wir haben leider nur eine Kamera da. Weil ich ja wieder mal alles alleine aufgebaut habe. Ich war jetzt nicht sicher, in welchem Raum der genau ist. Ob das das Bad ist oder der Flur. Es kann eigentlich nur noch ein Raiju sein mit den Beweisen, die wir hatten. Und vor allen Dingen, weil der so früh versucht hat zu handeln. Das kann nur der Raiju auf der Liste. Okay, fahr ich ab mit Raiju. Ja, ne? Abfahrt. So, und ja, die nächste Runde hängen wir direkt mit hier dran. Weil OBS benimmt sich gerade. Da seht ihr nochmal schön 2 EMF5 auf dem Aktivitätenboard. Aber der war trotzdem ziemlich langsam, obwohl da elektronische Sachen in der Nähe waren. Lustig mit dem Challenge-Mode. Fühlt sich auch so an, als ob die gar nicht beschleunigen. Okay, so, das war der Raiju. Auf zur nächsten Runde. So, und das ist jetzt der Start in Runde 3. Ja, guter Breaker-Spawn. Kerze, Ghost-Event und Smarten. Okay. Das heißt, hier bräuchten wir theoretisch keinen Hand. Und ja, wir haben also eine Random Cursed Possession, die müssen wir dann finden. Sie kennt die Spawnpunkte nicht auf der Map hier. In Sunny Meadows ist das ja easy, da sind die alle in einem Fleck oder in der Schule oder im Knast. Aber hier auf den kleinen Maps sind die immer überall verteilt. Mal schauen, ob wir sie finden. Rein da. So, dann marschieren wir einmal rein. Oh cool, direkt ein Versteck hier. Haben wir hier Tarotkarten oder so? Nein, kein Spiegel, okay. Also wie es scheint, haben wir immer eine Random Cursed Possession. So. EMF, EMF. Nein. Thermo kommt später zum Einsatz. Na, du sollst es doch hinlegen. So. Okay, wir haben zum Glück schon mal hier direkt am Eingang ein Versteck. Ich guck mal oben nach Cursed Possessions. So, was haben wir denn hier?
Knochen oder so? Nix. Ups. Hier oben ist kein Versteck, das habe ich schon vorhin von draußen gesehen. Meine Kerze ist hier oben gerade ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Timeout war. Es könnte ja Geist gewesen sein. Mein Audio ist auch wieder so leise, Mensch. Sorry, und mal weiter nach dem Knochen, ne? Ja, ich guck mal hier oben noch weiter. Ich glaube, Monkey Paw könnte hier sein. Kein Knochen. Hier ist ein Versteck, dem traue ich aber nicht wirklich. Ich hoffe, der ist nicht wieder hier in dem Flur. Keine Voodoo-Puppe. Der hat hier oben das Licht ausgemacht. Der ist definitiv hier oben irgendwo. Vielleicht wieder Flur. Ja, zumindest nicht Dachboden. Das Zweitschlimmste nur. Könnte im Flur. Ein Stäbchen hier mit 3,5. Ist es der Flur, der kalt ist? Ja, 3,5, 2,9. Gucke hier, Waschraum, 1,7. Wenn der Quatsch komisch aussieht. Ja, 3,9, das ist im Flur. Okay, ich habe keine Cursed Possession hier gefunden. Dann haben wir wahrscheinlich das Ouija-Board und das ist am linken Eingang. Ja, das hier die Tür aufgemacht hier. Okay, also hier im Flur ist es kalt, ne? Wie vorhin. Ja, das hier die Tür aufgemacht hier, weißt du? Ja, ja. Schau mal hier rein. Ah, hier, wir haben hier Friertemperatur. Ah, okay, perfekt. Ich mach die Tür wieder zu. Könnte ein Demon sein? Ich bringe sofort einen Prozi. Okay, Ghost Highway ist schon mal parat soweit. Wir müssen aufpassen, das könnte ein Demon sein. Das ist eine normale Türinteraktion. Hast eine Fotokamera? Er hat gerade die Tür angefasst. Hier, keine Fotokamera hier. Schnell, wo ist eine Kamera? Schnell, ich sehe nichts. Ja, ich weiß nicht, wo du die Kameras hin hast. Oh Mann. Wo hast du geklopft, Geist? Wo? Ich hoffe, das zählt. Okay, eine lasse ich im Geisterraum liegen, eine lege ich hier hin. Lass mir mal Feuerzeug aus. Tür hat er ja angefasst. Keine Fingies, auch nicht am Fenster. Okay, wir haben keine Fingies. Zweites Buch noch hier rein. Okay, so. Da ist das Versteck. Ist ja schon wieder im Badezimmer. Stimmt, ja. Was brauchen wir denn noch? Brauchen wir ein Parabol? Keine Ahnung. Habe ich gerade Dots gesehen oder bin ich jetzt bescheuert? Ich glaube, ich habe gerade Dots gesehen, aber ich bin nicht sicher. Und ich habe ein Flüstern bekommen. Aber ein Onryu hat, glaube ich, Fingies, oder? Ne, der hat ja einen Orb und Box, ne? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Wir haben Spirit Box. Hast du jetzt etwa ernsthaft den Raum gewechselt? Mist, das ist wieder mal so eine Mimik-Kombo, die wir haben. Ich hatte kurz einen Gefrieratem draußen gehabt, im Flur. Ich hoffe, der ist aber noch hier drin. Ich sehe hier keinen Orb. Nee. Okay. Könnte tatsächlich ein Onryu sein. Oh, Moroi ist auch noch möglich. Kannst du ja mal ein paar Kerzen hier hochbringen? Ich guck mal schnell nach meiner Sanity wegen Moroi. Thank you.
Eine wollte ich noch für mich haben, aber egal, da unten im Büro ist, glaube ich, noch eine, wenn ich mich nicht irre. Okay, wir sind kurz vor Hunting Range. Ich muss noch das Board fotografieren und lauter Fotos machen. Das Komische ist, der ist nirgendwo in das Salz da getreten. So, hier ist noch eine Kerze. Die werde ich auch jetzt benutzen. Warum läuft er hier draußen rein? Warum bist du hier draußen, Freund? Oh nee, friert es jetzt etwa hier draußen? Ich hasse es, wenn die den Raum wechseln. Ja, draußen. Hier bei mir, guck. Ich weiß, ob du das siehst. Das ist bei mir eher am Fall. Freund, geh in deinen Raum zurück. Ab in deinen Raum. Scheiße, hier friert es. Der hat den Raum gewechselt. Ich hasse es. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ich hasse es einfach. Ich habe keine Hand frei. Ich muss die Kerze halten. Mist. Ich habe eine Frage für. Das QC und das EMF müsst ihr hier hin, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt spinnt mein Monitor wieder rum. Hand, 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 Hand! Komm her! Oh, da in der Ecke ist er gespawnt. Lauf! Der ist sehr langsam. Der läuft hier in Zeitlupe. Ich glaube, das ist ein Moorheu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das ist ein Moorheu. Das ist ein Moorheu. Der war 12 Sekunden lang gestunt von dem Smudge Stick. Das heißt, meine Sanity müsste jetzt am Arsch sein wahrscheinlich. Ja, sie ist am Arsch. Okay, ich nehme Sanity Pillen. Du kannst auch noch mal welche nehmen. Wir brauchen noch ein Ghost Event und was brauchen wir noch an Fotos? Oh mein Gott, wir brauchen noch einige Fotos. Den Knochen müssen wir noch finden und du kannst ja mit einer Kerze, Feuer und Kamera rumlaufen und den suchen. Ich gehe das Ouija-Board dann machen. Die Kerzen sind ja oben beim Geisterraum. Der kann jetzt nicht handeln, weil wir ja gerade Sanity genommen haben. Dip. Was hast du denn hier gemacht? Und die Flasche rollt noch. Lustig. Hier oben ist eine Kamera. Ich schmeiß die hier oben neben die Kerze. Wo ist denn hier noch eine Kamera? Hier, ne? Hat die noch Bilder? Ja. Der war ja kaum hier drin, ne? Das ist ja ein Witz. Okay, dann suchen wir. Soll ich das Foto machen? Nimm dir oben eine Kerze, ein Feuerzeug und eine Kamera. Und dann suchst du den Knochen. Aber lass die Kerze auf der Hand. Mir macht es keinen Spaß, mich immer wieder zu wiederholen. So. Die Salzfüße da oben habe ich schon fotografiert, die nicht fotografieren, ne? Falls der irgendwas wirft oder eine Tür anfasst, kannst du das fotografieren, aber nur, wenn du sicher bist. So, wir versuchen jetzt einfach nur noch ein Perfect Game irgendwie zu bekommen. Also, bis gleich. So, also, gut, dass ich hierher gekommen bin. Wir haben so, hier gleich. Noch an Bord, ja? Wir haben beides. Ja, ist beides hier gewesen. Lustig. Mal gucken, was priorisiert wird. Ich denke mal, der Knochen. Eins, zwei. Was ist das erste Bild? Der Knochen. Das zweite ist das Board. Okay. Fragen wir mal ein paar harmlose Sachen. How old are you? How did you die? Shot. Oh, armer Geist. Goodbye. Okay. Hier ist ein Versteck. Perfekt. Also, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch drei Fotos.
Okay, uns fehlen nur noch 3 Fotos. Was hat ein Mora eigentlich noch? Ich glaube Buch, ne? Leg mal die Bücher in den Flur. Der Mora hätte noch Buch. Die könnten wir ja auch noch fotografieren. Oh Mist, ich habe vergessen, das Licht da hinten auszumachen. Ich glaube, nein. Oh, ich hoffe, der Breaker fliegt uns nicht. Obwohl, der ist ja hier unten. Dann geht's ja. Dann packen wir die jetzt hier in den Flur rein und hoffen, dass der uns da reinschreibt. Wo läuft der überhaupt rum? Hast du den mal einen Sensor laufen sehen oder so? Ja, im Geisterraum ist er rausgelaufen. Ich weiß gerade im Moment echt nicht, was der Geisterraum ist. Das ist wirklich komisch. Das war lustig. Ah, da schreibt er schnell. Kamera, Kamera. Oh, das ist ja lieb von dem. Der schreibt gleich in beide Bücher. Das ist ja lieb. Oh, wie cool. Okay, wir haben Perfect Game. Wir haben alles voll. Oh, danke, lieber Geist. Du bist ja lieb. Ach, das ist ja ein Süßer. Das ist ja süß. Oh. Es ist mir gerade eben noch eingefallen, dass die ja Buch haben. Ich habe gar keinen Smudge, ne? Nee, ich hatte die Kamera dabei gehabt. Genau. So. Ja, dann... Oh Gott, wir brauchen noch ein Ghost-Event. Wie kriegen wir denn das jetzt? Das war der Breaker. Ja, gut, dass ich gerade da war. Steht dann aber von Interaktion. Ja, das ist immer das zweite Foto. Und die andere Interaktion, das ist das Ouija-Board, als ich das benutzt habe. Wie hoch ist die Sanity gerade? 52. Das Problem ist, wir brauchen noch ein Ghost-Event. Ich muss mir, glaube ich, meine Sanity runterrasseln lassen. Nur ich überlege gerade, wo verstecke ich mich hier oben? Wird wohl der hier, ha? Huh? Hinter der Waschmaschine, oder? Nee, da sind ja wieder die Kisten im Weg. Da spielt er gerade an der Tür. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Show yourself. What do you want? Why are you here? Und das ist mal eine nette Antwort. Das ist ja mal eine nette Antwort von dem Geist, ey. So, jetzt kannst du mal gucken. Jetzt kannst du mal sehen, wie beim Moroi die Sanity runterrasselt. Kannst du dir ja jetzt mal anschauen, das ganze Spektakel da. Freundchen, was machst du denn da? So. Dann... Warten wir auf unser Ghost-Event. Hier kann man sich nicht verstecken. Na, wirklich. Dann wird es der Raum sein. Und siehst du, wie die Sanity runterrasselt? Ja. Die geht jetzt total schnell runter, ne? Ja, es ist hier nur bei 36. Ja, das ist der Moroi-Fluch, wenn der euch auf die Box antwortet oder... übers Parabol flüstert oder Footstep macht, dann rasselt die schnell runter, selbst wenn ihr eine Kerze haltet. So, dann warten wir mal. Willst du uns kein Event geben? Ach, jetzt müssen wir eben warten, bis der uns ein Event gibt. Das kann jetzt auch dauern. Was hast du jetzt gemacht? Spielst du auch mit dem Ball wie der andere? Ach, der hat gerade wieder mit dem Ball gespielt. Ja, der ist jetzt da in der Ecke, wo er vorhin gespawnt ist. Lustig. Da ist eine Kamera hier im Flur, da kannst du das ja nachher sehen, das ganze Theater. Das Event! Guck in der Kamera! Ah, der stand da am Fenster. Red Light Event. Ich smudge und hau ab. Tschüssi. Ach, guck mal. Genau in dem Moment, als ich rausgegangen bin, hat er den Strom ausgemacht. So nach dem Motto, okay, ihr seid weg, ich mach mal den Laden zu. Ja, aber wie war dein Lied, ne? Ja, der war total süß gewesen, ey. Der hat uns da noch schön in beide Bücher direkt geschrieben. Der hat noch schön das Event gemacht, ohne uns lange warten zu lassen. Dann macht er noch schön das Licht aus, als ich rausgegangen bin. Total lieb.
Und vorhin das erste Mal, als er einen Breaker ausgemacht hat, war ich gerade Smudgies am Aufheben am Versteck und ich stand eh vorm Breaker. Der war richtig lieb. Da haben wir ja jetzt mega Glück gehabt mit dem Geist. Okay, dann hast du Moroi eingetragen? Ja. Dann Abfahrt. Also ihr habt ja gehört, selbst ein Moroi ist mega langsam hier. Das ist total lustig. Ich glaube, die sind auf 50% gestellt, aber ich könnte die jetzt nicht mit 50% anhand der Geschwindigkeit erkennen, weil ich kann bedingt 150% Geister erkennen. Das war kein Perfect Game, wir haben den Scheißknochen nicht gehabt. Ich habe den nicht aufgehoben, nein, ich habe es verkackt, ich habe nur die Fotos gemacht. Oh Mann, ich bin so blöd. Naja, die Perfect Games werden ein andermal gemacht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, ciao.